Gender Studies in der katholischen Theologie befassen sich mit Fragen wie zum Beispiel, was heißt es, über Gott nicht nur in männlichen Bildern zu denken, sondern auch Gott sich in anderen Geschlechtern vorzustellen? Wie kann ich in der Religionspädagogik, im Religionsunterricht Kinder geschlechtergerecht behandeln? Und was heißt es zum Beispiel, unsere alten Quellen, also auch gerade biblische Texte, nochmal auf Geschlechterfragen hinzulesen? An der Katholisch-Theologischen Fakultät der WWU haben Gender Studies eine lange Tradition. Sie gehen zurück bis in die 70er Jahre, als im Zuge der zweiten Frauenbewegung natürlich dann auch die Frage der Frauenforschung, der feministischen Forschung auch in die Theologie kam. Mit dem Projekt Gender – Lehrbausteine in der Theologie möchten wir Lehrenden Materialien an die Hand geben, um Genderfragen in ihre Seminare einbauen zu können. Also wie kann man konkret in den Unterrichtssettings die Frage von männlichen und weiblichen und insgesamt von Geschlecht und Gottesbild sinnvoll umsetzen? Seit 2018 haben wir uns verstärkt zum Ziel gesetzt, die theologische Genderforschung natürlich weiterzutreiben, sie aber auch nochmal breiter aufzustellen und den Charakter als Querschnittsaufgabe oder als Querschnittsthema noch deutlicher, als das vielleicht bisher der Fall war, herauszustellen. Seit den 70er Jahren haben sich in der Arbeitsstelle viele Materialien angesammelt. Materialien von Vorlesungen, von Seminaren, von verschiedensten Lehr- und Lernformaten, die jetzt in Ordnern gut verpackt in unseren Schränken stehen, aber nicht genutzt werden. Im Zuge des Projekts soll dieses Material zugänglich gemacht werden. Das heißt, wir möchten eine Lernplattform in unserem LearnWeb nutzen, um darin Materialien so aufzubereiten, dass sie für verschiedenste Lehr- und Lernformate genutzt werden können. Wir möchten deshalb mit den ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Arbeitsstelle uns zusammensetzen und auch die gerade noch mal fragen, welche Materialien sind besonders gut geeignet, genutzt zu werden. Hi. Hast du was gemacht mit Lehrbaustellen? Wir möchten auch Expertinnen und Experten engagieren, die analoge und digitale Lehrbausteine erstellen. Gerade die digitalen Lehrbausteine sind interessant, dass wir da auch noch einmal Dinge nutzen können, wie zum Beispiel Quizformate oder kurze Videofilme, die man nutzen kann und einsetzen kann, um nicht nur im Seminarraum selbst zu lernen, sondern auch in anderen Settings überall eigentlich Genderfragen in der Lehre vermittelt zu bekommen. Auch für andere Fachbereiche der WWU ist das Projekt, denken wir, sehr nützlich, weil wir sozusagen Prototypen entwickeln wollen für Lehre, die relativ einfach zu adaptieren sind, zumal ja die Inhalte der Gender Studies aus den Gesellschafts- und Kulturwissenschaften kommen und auch innerhalb der Theologie nochmal wieder reformuliert werden. Gerade mit den anderen theologischen Fakultäten in Deutschland und im Ausland könnte das sehr interessant sein, da auch dort Genderfragen behandelt werden und auch dort sich die Frage stellt, wie bringen wir die möglichst breit in die Lehre.